Hey Freunde, da sind wir wieder, Hogwarts Legacy mit Checkpoint Xander, und zwar machen wir heute den Crucio. Den holen wir uns heute einmal, und zwar müssen wir dann Sebastian Swallows Aufgabe lösen, der uns dann quasi den Crucio-Fluch beibringt. Das Problem ist dabei, dass ihr den Crucio-Fluch auch verpassen könnt, wenn ihr die falschen Antworten in einem Dialog wählt. Was machen wir also zuerst? Ich zeige euch, wie das funktioniert, und wir gehen hier erstmal zu Sebastian rüber, damit wir entsprechend seine Quest annehmen können. Alle dunklen Zauber lernt ihr also von Sebastian, also geht hier hin und schnappt euch den Crucio-Fluch. Wir gehen da einmal hin. Bei mir war das tatsächlich so, dass der Sebastian erstmal unsichtbar war. Ich musste dann also nochmal das Spiel laden, um ihn überhaupt sichtbar zu machen. Ich bin hier nämlich rausgegangen und da war er einfach unsichtbar. Ja, müssen wir einmal kurz Tag-Nacht-Zyklus hatte ich dann angemacht, um den dann hier wieder freizuschalten. Der ist nämlich hier unsichtbar auf dem Boden. Ganz witzige Sache, deswegen habe ich das hier einfach nochmal drin gelassen. Also falls das bei euch auch so ist, einfach mal Tag-Nacht-Zyklus ändern und dann wieder zurück. Dann kommt hier irgendwann das Symbol und der gute Sebastian ist dann auch wieder da. So, da ist er jetzt aufgetaucht bei mir und kann entsprechend dann mit ihm reden, um diese Mission hier zu starten. Findet ein kleiner Dialog statt und im Endeffekt bringt er euch zu einer Art Geheimtür, die wir öffnen müssen. Ja, wir folgen ihm also erstmal, bis er uns sagt, wir sollen mit Omnis sprechen, und das machen wir dann auch und überzeugen ihn davon, dass wir halt diesen Fluch lernen möchten, beziehungsweise das Geheimnis lüften müssen. Dann sagt er uns, wir sollen hier die Tür öffnen, wir gehen hin, da gibt es immer so Säulen, und machen die mit Feuer an. Es gibt drei Säulen insgesamt, wir müssen also alle drei relativ zügig mit Feuer bestücken, damit wir halt durch diese Tür hier können. Ja, ihr seht das auch schon drauf, hier sind die zwei Säulen, hier ist die dritte, und alle drei schnell mit Feuer anmachen, damit die Tür eben aufgeht. Und dann haben wir das gemacht, heißt, Tür öffnet sich, wir können dann einmal hier durchgehen und kommen dann hier in den Kerkerbereich von Slytherin. Ja, und da ist es so, dass wir hier reinkommen, wir nehmen uns natürlich die ganzen Nachrichten mit. Wir können hier dann einmal dieses Gemälde an der Wand oder was es auch sein soll reparieren. Das müssen wir auch machen, um weiterzukommen. Reparieren das einmal und dann geht's hier weiter. Ja, dann wird ein kleiner Dialog stattfinden. Wir öffnen dann im Endeffekt die Tür, können dann hier einmal durchgehen. Es ist ziemlich dunkel hier unten, deswegen Lumos auf jeden Fall mal anmachen, damit wir hier einfach ein bisschen mehr sehen. Muss ich dann auch erstmal machen, damit ihr auch was seht, und zack ist Lumos an. Und wir gehen dann einmal hier rüber, sehen dann hier, dass diese Tür solche Symbole hat. Oben ist so eine Art wie so ein Bügeleisen, und gehen dann hier in den nächsten Raum und schauen uns mal hier diese Schlange an. Wir müssen erstmal hier das Feuer anmachen und hier können wir dann das Schloss knacken. Wir müssen jetzt ganz schnell unten das drehen mit L und R, also linkes Stick und rechtes Stick drehen wir das, und zwar müssen wir das so schnell drehen, dass die Schlange eben nicht sich einmal komplett umdreht. Wenn sie das nämlich gemacht hat und wir noch nicht den Code eingegeben haben, beißt sie uns und es zockt auch ordentlich Energie ab. Also so circa ein Drittel, ein Viertel zieht das schon ab. Wir packen das einmal so, dass oben der Mond ist, unten dieses Bügeleisen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ja, dadurch geht dann hinten die Tür auf, können dann wieder unseren Lumos anmachen, damit wir überhaupt hier was sehen. Und können dann hier hinten einmal durch die Tür durch. Da können wir dann hier wieder ein Feuer anmachen und müssen vorne auf der Tür schauen, wie wir da jetzt durchkommen für den Code hier für die Schlange. Gehen wir also wieder kurz zurück, machen unseren Lumos wieder an und bemerken, dass es hier hinten ja noch eine Tür gab, nämlich hier rechts um die Ecke, dann einmal links, und da ist die Tür. Oben ist so eine Art wie so ein Fisch und unten ist irgendwie so ein Dreieck. Ja, und das geben wir jetzt hinten hier bei der Schlange ein, gehen also einfach wieder raus, gehen hier rum und benutzen dann wieder den linken und den rechten Stick, um das Teil schnell zu drehen, damit die Schlange uns nicht beißt. Gehen einmal hier hin, nutzen das, also wie gesagt, Bügeleisen, Fisch und Dreieck, so war das, machen wir, geben wir einmal ein und können dann hier hinten einmal durchgehen. Tür öffnet sich
Und wir nehmen dann wieder den Weg zurück, um da einmal lang zu laufen. Einmal wieder hier durch, wieder rechts um die Ecke, dann wieder links Ich habe und das wieder Fahrzeug rechts. Dann gesehen. sind wir hier. Ohne einen Und hier ist Fahrer. es jetzt ganz wichtig, dass wir hier die richtigen Dialoge auswählen. Sonst bekommen wir Crucio nämlich Das ist nicht aber und so ein können den Zufall. dann erst später wieder im Spiel Das ist bekommen, das wenn wir zu Beste, was mir Sebastian gehen passieren konnte. und können ihn dann nochmal fragen, ob er uns den beibringt. Falls ihr ihn hier also schon verpasst habt, Ein Skelett. geht später nochmal zu Sebastian. Es Du hast findet mir dann noch ein verraten. Dialog statt, wo ihr fragen könnt, ob er Dieser ihn erbittliche Crucio Gefangene. eben euch nochmal Der beibringt. Gefangene von der Ja, am Unterzeit besten ist gefangen. aber, wir holen den hier schon, sonst kriegt ihr den einfach viel Ich habe später im ihn. Spiel. Und hier. Und deswegen Der zeige ich Gefangene. euch jetzt natürlich, Aber ich wie werde ihn diese finden. Lösung hier Aber ich lautet für tut mir den leid, das tut Dialog. mir sehr leid. Denn wir müssen Aber einmal tut mit mir leid, ich Sebastian habe ihn sprechen. Der gefangen. sagt dann, Das wir ist sollen gar nicht mein Problem. Ominous überzeugen, dass wir halt Weißt du, Crucio ich dachte, benutzen, weil er hat es schon mal in deshalb seiner bist du auf Kindheit Krabbe benutzt. gestoßen. Du Und scheiß ja, Genomenes. Sebastian Ich kann es bin ein tatsächlich Skelett. auch und deswegen sprechen wir einmal hier. Ich habe ihn Ich gefangen. frage ihn, Gut. wählen wir erstmal aus, damit Das wir solltest du tun kannst. mit Ominous sprechen können. Gehen wir einmal Ich habe rüber, ihn auch sprechen mit gefressen, ihm, das Skelett. erfahren dann aber, Deswegen dass er habe ich das ihn nicht mehr gefangen. einsetzen will, weil er als Kind da schon von, Ominous. ja, Ich habe mit schwere ihm Schäden gefangen. von getragen hat, sagen wir es einfach mal so. Seinerseits wäre er Und schuld. deswegen möchte er das nicht mehr Ich habe einsetzen. dich und Sebastian Also gefangen. gehen wir Er wieder hat mich zurück zu getötet. Er Sebastian. meint, sie hat uns Und Crucio jetzt ist es überzeugt. ganz wichtig, Dafür dass wir hat er sagen, Sebastian ich möchte getötet. den Ich bin lernen ein und Skelett. ihn auf Ich dich hätte es besser anwenden, wissen müssen, dass er damit zurückkommt. wir einfach diesen Crucio-Fluch bekommen. Ich bin so Den schuldig. bekommen wir nämlich sonst nicht. Man kann jetzt hier auch sagen, ich will nicht lernen. Wenn es wirklich Und dann wäre, geht das entsprechend so aus, meinetwegen dass man habe ich den eine auch nicht Familie. bekommt. Wie gesagt, falls ihr ihn nicht bekommen Du habt, im tust so, späteren Spielverlauf könnt ihr als nochmal zu würdest du ihn nicht Sebastian gehen bereuen. und euch den nochmal beibringen lassen. Ominous will Ja, dich gehen nicht. also wieder zurück zu Sebastian und Nein, sagen das ihm, wird was nicht sein. Ominous gesagt hat, dass er den Fluch Ich halt kann dir nicht gerne Crucio wirken würde. beibringen. Er Er sagt, ist er ein Mensch, könnte der uns nicht dann gemocht Crucio wird. beibringen, wenn ich Der das Crucio gerne wird dich möchte. töten. Und Ich bin dir ja, sicher. natürlich wollen wir das. Ominous, Wir wollen den Ominous, Crucio-Fluch du haben. lässt Das mich einfach heißt, wir sein. reden hier einmal mit ihm. Ich glaube, Und ich schaffe ganz das. wichtig ist dann im Dialog, dass wir auswählen. Ich will den Crucius-Fluch lernen, aber ich würde ihn an dir ausführen. Also er kann den auch an uns ausführen. Ich führe den aber ehrlich gesagt lieber an Ich ihm werde ihn aus. auf jeden Ist Fall mir töten, wenn persönlich ich ihn lieber. überlasse. Wer weiß, was da Ich sonst noch glaube an den passiert. Wirkungsstab. Und Der ja, Zauberstab, der dann Zauberstab, der zeigt er uns, wie Zauberstab, der der geht. Zauberstab. Wir benutzen dann Ich bin einmal durch, die du kannst normale mich. Zauberlehrung, um diesen Zauber zu erhalten. Also das ganz normale Spielchen, was ihr hier kennt. Gehen da einmal durch und bekommen dann den Crucio-Zauber. Gehen einmal hier lang und hier drüben und dann noch hier runter und Kreis. Und dann haben wir den eigentlich auch schon. Crucio haben wir, müssen den jetzt einmal auf Sebastian wirken, damit hier hinten die Tür aufgeht. Und ja, das ist keine angenehme Sache für Sebastian. Aber okay, wenn er sich freiwillig dahin gibt, machen wir das einmal. Und damit geht dann hier hinten die Tür auf. Somit ist der Crucio-Fluch euch und die Quest ist eigentlich auch soweit schon erledigt. Die Tür geht jetzt auf, wir gehen da einmal durch, looten entsprechend alles. Da gibt es dann auch noch ein paar Dialoge, die da stattfinden. Und ganz zum Ende können wir halt hinten durch diese Steinstatue, Ist in durch die Ordnung. Tür durch Der und uns Schmerz. dann diese Quest komplett Ist abschließen. doch alles Ja, gut. wir durchsuchen hier erstmal alles, schnappen uns die Kisten und so weiter. Wenn es Und überlebt, dann haben wir das Ganze hier auch schon erledigt. dann hat der Weg Ja, für uns Freunde, aus wie ein langer also Zauberbogen. Quest erledigt. Sie sind Crucio gerettet. haben wir Das auch war gut. bekommen. Alles in Ordnung. Wie gesagt, Ich wenn ihr werde ihn ihn nicht finden. bekommen habt, Ich unbedingt werde nochmal ihn zu finden. Sebastian gehen Aber er wird im mich späteren verraten. Spielverlauf, um euch den nochmal beibringen zu Ach, lassen. zum Barbaren. Ja, so funktioniert das, Freunde. Eigentlich ganz easy. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Däumchen hoch Wer oder ein wünscht Abo dir denn dalässt, Unglück? falls ich euch helfen konnte. Am Du Endeffekt Arschloch. laufen wir dann hier noch durch Oder diese ich Steinstatue werde dich durch nie so weit und sehen. dann haben wir das ganze Thema Hab Glück. erledigt. Ich Euch noch hoffe, viel Spaß bei Hogwarts dass du Legacy. mich nicht Schaut meinem wiederfinden Kanal wirst. vorbei, da findet ihr einige Videoguides zu Hogwarts Legacy. Klickt euch da gern mal rein und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, adios und ciao, ciao.